ist ja schon jemand da. Grüß euch. Ich bin hier voll gerade im Trommelfieber. Ich dachte mir, ich trommel mit euch eine Runde. Oh, ich brauche das jetzt. Kommt mein Schwung, damit ich wieder munter werde, bevor ich einschlafe. Ach, danke schön fürs Freundschaftsband, Andrea. Danke, 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 danke. Ey, schau, der Björni ist auch mal da. Wir werden immer mehr Bezirk Lietzen hier im Chat. Seid ihr schon in Osterstimmung? Habt ihr schon die Eier gefärbt? Nicht gekrault, sondern gefärbt? Gemeinde, der Pfarrer spricht. Grüß euch, wie geht's euch? Halli, hallo, hallöle. Na, ihr Schnuffelhasen, alles fit? Seid ihr schon in Osterstimmung? Hm, Andrea? Hallo Gitti, hallo Maggie. Seid ihr schon in Osterstimmung? Mit Sicherheit nicht. Na, ich auch nicht. Morgen ist ein stressiger Tag. Morgen muss ich, werd jetzt dann gleich einmal noch mein Bradel würzen. Und über Nacht ziehen lassen. Dann mal schauen, was mein Zuckerschote macht. Wieso bist du nicht in Osterstimmung, Andrea? Du auch noch nicht, gut. Nö, ich passe da nicht auf.
was alles zu sehen ist oder nicht, das werde dann schon in, da werde dann schon informiert. Okay. Nur ich brauche mich nicht stressen. Mein Besuch muss nach Köln wegen der neuen Show und hat verschoben. Deswegen habe ich morgen einen ganzen Tag gemütlich Zeit, cool, mein Bratel zu machen. Ja, genau. Einfach Bratel machen und dann mal schauen, wie es ausschaut. Ne? Hallo Lisi, grüß dich Schatzi. Na, wie geht's meinen zwei? Mama und Baby. Nach der Schocknachricht, die uns da gestern erreicht hat. Ja, wir können auch lachen. Wir müssen nicht immer trommeln. Wobei ich habe ja auch noch eine Rasse, da ist Turmalin drin. Nicht nur eine Turmalinkette, sondern auch Turmalin drin. Ne? Aufgesetzt. Soll ich ein Geständnis machen? Ich habe heute nicht gekocht. Ich habe heute in der Früh Schinken-Käse-Croissants gemacht und dann hatte ich heute Abend Bock auf Steakhouse-Burger. Dann war ich jetzt gerade noch schnell beim Burger King und wie ich dann reinkam zur Tür, hat der Moses gleich gesagt: Hallo! Ist cool. Das ist irgendwie, ist mir nach Trommeln. Trommeln, 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 Trommeln. Habt ihr eigentlich auch eine Trommel zu Hause? Hallo Moritz. Habt ihr auch eine Trommel daheim, Schatzis? Das kleine UFO hätte ich ja auch noch hier stehen. Ich war übrigens heute Morgen schon mal spontan mit Thorsten hier auf der Plattform. Leider nicht. Okay. Ich meine, so UFO-Teile gehen ja auch zur Not, ne? Die da.
Du willst ja euch ein UFO besorgen. So eins wie ich hab, Moritz, ein großes oder so ein kleines oder ein mittleres? Das große UFO muss ich jetzt, werde ich jetzt übers Wochenende über Ostern testen. Da werde ich mich dann mal richtig reinfühlen. Mit den Rahmentrommeln ist das ja nicht so ein Drama, ne? Aber die großen UFOs, da muss man sich schon richtig reinknien. Üben, 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 üben. Das mittlere habe ich im Tiny House. Allerdings keins mit, ne? Mit Mulden, sondern ein größeres, so ein UFO wie das hier. In Schwarz. Hallo Conchita. Hallo Stefanie. Schön, dass ihr da seid. Na? Wer macht mit bei der Osterweihe? Bei der Osterweihe. Oh, Frau Glaser. Bei der Fleischweihe am Samstag in der Früh um 10 Uhr hier auf TikTok. Wer ist mit dabei? Mir hat heute jemand erklärt, dass Tulpen für Katzen giftig sind. Dann darf ich keine einzige Katze vor die Tür lassen als Freigänger, weil da stehen auch überall Tulpen rum, wenn ich dann daheim keine Tulpen auf den Tisch stellen kann. Die wissen das schon, die haben das im Gespür. Du machst mit? Gut. Gut. Ich mag das, wenn jemand mitmacht. Beim Weihen, ne? Weil ich gehe ja da nicht irgendwie zu einem Priester. Wenn ich einen Erzengel hier sitzen habe, was soll ich dann bei einem Priester? Kann ich selber weinen. Außerdem habe ich ja himmlische Unterstützung durch Pater Ulrich, der ja mit Vornamen eigentlich Raphael heißt. Und somit hat ja der dann auch die Engelenergie dabei. Ne? Bei uns ist ja ein Sauwetter, heute ist ein Sturm gegangen, ich schwör's euch, ach sowas, aber ganz schön geschäbert hat's. Halleluja. Ja, nee, nicht schon wieder, sonst fange ich wieder zum Trommeln an. Wie wird man Merlin los, bevor er einem auf den Schoß springt? Und leben auch noch, gell, Stefanie? Wenn sie an Orchideen knabbern. Maradona, vor Maradona muss ich den Bärlauch verstecken und vor Merlin muss ich sämtliche Champignons verstecken. Ich weiß nicht, was der hat. Der macht mir die Packung auf und klaut mir die Champignons und kaut dann drauf rum. Hallo Susa! Ich hatte meinen Kater, der hatte Schokolade in der Verpackung geklaut, hat die Schokolade aufgemacht und hat die angebissen. Hat ihm auch nichts ausgemacht, obwohl Schokolade giftig ist für Katzen. Schon die Eier gefärbt, Kinders? Habt ihr wenigstens gefärbte Eier zu Hause? Nicht die Männer, die Frauen.
Ihr seht schon, Frau Hexe ist in Killing Me Softly Stimmung und haut entsprechend auf die Trommel drauf. Am Samstag, ja. Na, die... Ich weiß nicht, wie ihr die Eier färbt. Macht ihr die mit Zwiebelschalen? Naturfarben? Oder what else? Echt? Also ich weiß das nur von der Pachtenjagd, dass man da keine Wäsche aufhängt, aber Karwoche, keine Ahnung, habe ich noch nie gehört. Na, da nimmt man Zwiebelschalen, da kauft man doch keine Farben, nicht, Kinders. Gibt so viele Naturfarben. Ja, genau. Wo hast du denn die Zwiebelschalen her, Lotte? Ja, genau, gelbe mit Kurkuma, rote mit Zwiebelschale. Ich möchte morgen was probieren. Ich mache mir ja morgen Lachs. Ach so, von mir? Weil ich welche braucht habe. Rote Zwiebeln fürs Gulasch, gell? Ja. Deswegen habe ich dir dann die Zwiebelschalfen gegeben. Ja. Gelbe mit Kurkuma, genau. Ich habe letztes Jahr Ostereier gekriegt, die waren alle nicht gekocht. Da haben sie als den Palmwedel in die Eier reingestochen. Das ein Ei kaputt war und die Eier haben sie dann alle bemalt. Die Männer. Und dazu gab es noch einen Riesenstrang Osterkreiner. War zu herrlich. Rote Betesaft geht auch, ja. Stimmt, Rotwein und Zucker. Das sind so die alten Oma-Tricks. Gell? Rote Glitzereier mit Rotwein und Zucker. Ich darf da gar nicht sagen, an was ich die Woche schon gedacht habe, Lotte. Lotti. Ich wollte dich schon anrufen und fragen, ob ich Halloween-Kekse mit Marmelade kriege zu Ostern. Ich habe mich dann aber nicht getraut, weil sonst hätte ich gestern die leere Dose mit so ein paar Zuzudoktor nehmen müssen. Ach ja, Osterbrot müssen wir ja auch noch morgen machen. Ich habe keine Ahnung. Hexenfinger wären auch nicht schlecht, ja? Ich habe ja welche. Weil die Halloween-Kekse waren so gut. Hätte die Woche schon einen Mordsguster gehabt. Aber ja. Vielleicht dann zu Beltane, dann gleicht sich's wieder aus zum Lagerfeuer an Beltane. Wenn wir dann ums Feuer rumtanzen mit den Halloween-Keksen. Und die grüne Flamme mit dem grünen Drachen wiederkommt. Herrlich. Ja. Ist nicht mehr lange hin. Ne? 4 Wochen noch. Heute schaue ich aus wie die Schwester von Joker. Hallo Genie. Naja, ich sag's euch. Ach,
Jetzt geht's hinten auch los. Guten Morgen, Chef. Bist du auch schon aufgewacht? Wo bist denn du? Seit wann redest du mit? Um die Uhrzeit. Bist du jetzt wieder fit? Schatzi. Echt? Fang zum Lachen an, bitte. Kannst du ein bisschen lachen, Schatzi? Du kannst nicht lachen. Du kannst nur süß gucken, Mephisto. Ja, brrr, das war jetzt klar. Das war jetzt die Aufforderung, über den Tisch quer drüber zur Mami zu gehen. Weil man so süß gucken kann, gell? So, was machen wir jetzt da? Wie oft habe ich schon gesagt? Bob, schnell dir mal in die Kamera halten. Ja, Schatzi, was ist los? Habu, 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 hups, du Schatz, du. Hallo, Thor. Komm her. Jetzt tu nicht immer die Krallen raus und komm her da. Zeig denen mal, was du für ein süßes rosa Bussigoscherl hast. Guck mal. Sag mal, schau mal, ich bin Mephisto. Mein Name stammt von Mephistopheles ab. Da sitze ich nun, ich armer Thor, und bin so klug als nie zuvor. Drum habe ich mich der Magie ergeben, dass mir durch Geisteskraft und Mund so manch Geheimnis würde kund, dass ich nicht mehr mit saurem Schweiß zu sagen brauch, was ich nicht weiß. Schau aller Wirkenskraft und Samen und tu nicht mehr in Worten kramen. Gell? Jo. Das ist die Anrufung von Mephistopheles. Dusch! Und da erscheint er. Und du hast jetzt da hinten, Schatzi? Das geht nicht gut. Komm, hopp. Du Batzel, du. Aus dem Alter bist du raus, wo du mir auf der Schulter rumsteigen kannst. Wie als Baby. Gell? Du Schulterkater, du. So, hopp. Marsch, zack. Das ist Mephistopheles, Mephisto. Ja, der hat ein rosa Bussigoscherl. Das ist das größte Schlitzohr aller Zeiten. Wenn ich mit dem rede, der antwortet mir. Jetzt liegt er da und schäkert mit Merlin. So, habt ihr alles aufgeschrieben, wie man die Eier färbt, ohne Farben zu kaufen? In Rotwein mit Zucker, mit roten Zwiebelschalen, mit Kurkuma. Nein, das ist Maradona. Na, was ist denn jetzt los? Mach mal so ein bisschen wild, Spatzi. Das sehen die nicht. Die Kamera ist bei mir oben. Die sehen das nicht, wenn ihr da um dumme dumm spinnt. Ha, das war jetzt klar. Na hopp. Eure Majestät. Grüße Sie, königliche Hoheit. Grüße Sie, Herr Melchior. Ja? Was da haben wir denn? Brrt. Aha. Brrt. Ist das der Brrt? Ich sage, ich bin der Brrt. Darum macht der Moses mich immer nach mit dem Brrt. Gell? Ja. Was hast du jetzt vor, Kind? Aha, dich auf meinem Schoß breit machen. Gut, vielleicht kann ich dann auch mal mit meinen Zuschauern reden, wenn ich nicht immer mit den Katzen beschäftigt bin. Oder ich fange wieder zum Trommeln an. Erzählt. Also, wir sind beim Eierfärben. Was macht ihr denn noch für Rituale? Wie plant ihr denn euer Osterwochenende? Was habt ihr denn dabei? Ja, natürlich wollen die alle dabei sein. Die sind immer da, wo ich bin. Und wenn die Bude noch so groß ist, sind die immer um mich rum. Wenn ich, das kennt ihr ja, die gehen sogar mit euch aufs Klo, ne? So. Also erzählt.
Wie plant ihr jetzt euer Osterwochenende? Gemütlich auf der Couch? Okay, Osterfeuer heizen mit den Enkeler? Wo? Beim Pazuzu-Doktor? Okay. Ich werde mal aufs Wetter achten und dann mal schauen, was mein Toyboy macht. Weil die heizen auch Osterfeuer. Ich mache ja dann erst wieder an Beltane Feuer. Ich habe da immer so meine Riten. Oder, und das ist gut jetzt mit welcher der beiden, ja? Ich habe den Älteren wegen dem Jüngeren jetzt sitzen lassen. Und dann hätten wir ja noch unseren Azubi. Unseren Hexen-Azubi. Ach, herrlich. Kinders, ich kann doch nicht immer Tränen lachen mit euch, ehrlich. Ach, ne. Traumhaft. Naja, so läuft das, gell? Ne. So, also, Eierfarben, Naturfarben haben wir gerade besprochen. Wie schaut's mit Räuchern aus? Okay, also ich mache Osterbrot, ne? Allerdings nur ein kleines, weil mein Besuch ja jetzt keine Zeit hat. Genau, besser Tränen lachen, richtig. Hi Manu. Ach ja. Also die einen machen Osterfeuer. Also ich habe mir so gedacht, bei all dem, was ich ja jetzt an Essen daheim habe und so vorbereitet habe, und wenn ich dann so meinen Korb geweiht habe, werde ich wahrscheinlich das ganze Wochenende nur brunchen. Ach so, ich darf die Flasche ja nicht rausholen, sonst kriegen wir hier ja einen Rüffel. Und ich habe ja da noch was im Kühlschrank stehen. Ne? Ich denke mal, das werde ich mir dann am Ostersonntag gönnen, so über den Tag verteilt. Champagner-Frühstück. Die Dekadenz lässt grüßen. Ja, ich lege Karten, aber nicht jetzt. Heute haben wir Smalltalk. Ja, brunchen mit Champagner. Ab und zu muss das mal sein. Ist ja schließlich Ende der Fastenzeit, oder? Zwiebelrostbraten, na da schau her. Du willst mich jetzt nur ärgern, gell Manu? Weil du ganz genau weißt, dass ich das eigentlich vorgehabt hätte und nicht gehabt habe. Ja, ja, so sind's meine Weiber, meine Hexen. Gell? So sind's meine Hexen. Unglaublich. Na, ich mach ja morgen Bratel. Dann hab ich so viel Schinken und dann hab ich noch den Speck, den was ich ja schon da hab. Dann hab ich noch Hirschkaminwurzen, viel Käse, Hexenkäse, dazu Osterbrot, was man halt so mag, gell? Und ich gehe mal schwer davon aus, dass der Osterhase mir morgen ein ganz dickes Ei vor die Tür legt. So 2000 Watt ungefähr.
könnte gut möglich sein. Na? Bin ich schon sehr gespannt drauf. Und dann habe ich eigentlich vor, dass ich das ganze Wochenende übe. Mit dem großen UFO. Und mich da mal drauf einstelle. Ist schon so lang her, dass ich ein richtiges in der Hand hatte. Vielleicht kommt ja dann der ein oder andere Alien bei mir vorbei und so, grüß die Tahuti. Nicht der von Netflix, sondern so halt, ne? So, wer hat jetzt vorhin was von einem Stern erzählt und hat gesagt, da wird ein Stern kommen oder ist ein neuer Stern am Himmel oder keine Ahnung? Ich habe nämlich nichts mitgekriegt. Wundert mich, dass der Paul da noch nichts dazu gesagt hat. Und dann bin ich am Überlegen, wie man das mit dem Zunderschwamm umsetzen kann. Weil ich habe ja heute mal organisiert, dass ich Zunderschwamm kriege. Aha. Hast du eine Ahnung, Thor, wie schnell die blau werden können? Das geht ratzfatz. Linksausleger oder Knie angezogen? Ha, Halleluja! So schnell färben die ihre Eier nicht mit Zwiebelschäfen und mit Currypulver. Oder Stefanie, was sagst du da dazu? Stellt euch das mal bildlich vor. Hast du ein neues Profilbild, Stefanie, oder täuscht mich das? Siehste Tor, da war gerade ein Wikinger. Nee, dann hat's mich getäuscht. Sag ich doch. Ich habe auch eine neue Brille, vielleicht liegt's an der. Nicht reines Grün, sondern Grün mit Schildpatt. Guckt mal. Die habe ich mir zu Ostern geschenkt. Dankeschön. Für die Rose, danke schön fürs Kompliment. Ja, also Branchen, Eier färben, Champagner trinken. Okay. Bei YouTube gucke ich nicht so genau, da habe ich ja nicht so den Überblick. Wenn ich da so sitze. Was ich halt spannend finde, ist, dass ich ja letzte Woche schon Ostern hatte, aber trotzdem die Fleischweihe mache. Und es ist ja auch eigentlich so ein typisches freies Wochenende für mich. Freitag, Samstag, Sonntag, Montag. Ja, jetzt bringst du mich auf was. Ich muss mir wieder Met machen. Den Honig habe ich schon hier. Ich hätte auch noch die nötigen... Oh, danke schön, danke schön, danke schön. Ich hätte auch noch die nötigen Zutaten schon da. Ach, glaub mir. Ich kann mir die Namen nicht merken, aber die Gesichter. Mhm. Ich habe mal meinen Mädels meinen selber gemachten Met eingeschenkt.
Wie ich die Flasche auf den Tisch gestellt habe, haben die gedacht, das ist das, was wir so tagtäglich öfters mal von uns lassen, von der Farbe her. Und habe ich gesagt, sie sollen das mal kosten. Und dann saßen die da. Das ist aber Feintahuti, was ist das? Habe ich gesagt, Met, selber gemachter. Ich muss mal mit meinem Honiglieferanten sprechen, ob der heuer wieder einen Honig hat zum Hergeben. Die letzten Jahre war es ja nicht so rosig. Den kann man übrigens auch ohne Alkohol machen. Naja, ich habe ja jetzt Zirben geordert und Zunderschwamm. Mal gucken, was sich da heuer noch so ergibt. Dann möchte ich ja eventuell noch Salben herstellen. Mal schauen. Und ich muss das ja jetzt beobachten. Wie ich angefangen habe im Hexenhaus, war ich ja komplett ohne Strom. Dann hatte ich 240 Watt. Dann kamen 1000 Watt dazu und jetzt sind es dann 2000 Watt. Jetzt bin ich echt neugierig, ob ich jetzt mehr brauche oder ob es gleichbleibend ist und eigentlich fast so ist wie beim allerersten Mal. Und die Zeit ohne Strom war im Winter, die Zeit mit 240 Watt war im Winter. Letzten Sommer hatte ich dann die 1000 Watt dazu und dieses Jahr kommen die 2000 Watt. Jetzt bin ich mal neugierig, wie sich das so entwickelt. Auch in der Beobachtung mit mir selber, was ich für einen Stromverbrauch habe. Weil das ist ja für mich dann auch die Testphase, ne? Was verwende ich, wenn ich offiziell keinen Strom habe, an Ersatzstrom? Üben, 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 üben. Wie mit dem großen UFO. Üben, 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 üben. Gell? Aber ich finde das Kleine ja auch cool. Hat was. Ja, aber ganz ehrlich, mich schreckt das jetzt auch nicht, wenn ich überlege, das große UFO vom Preis-Leistungs-Verhältnis her, hat mich echt überrascht. Hallo Karin! Ja, da gibt's sogar, mir hat mal einer erzählt, der angeln geht, dass er sowas hat, wo er dann das Handy drauflegt und das Handy dann lädt. Wer, die Kleine oder die Große? Ja, die Kleine, die kannst du halt in jede Handtasche packen, ne? Die ist ja nicht gerade da. Und dafür finde ich die vom Klang her richtig cool. Jetzt bin ich wenigstens nicht mehr alleine grün auf der grünen Haarwelle hier. Jetzt ist die Karin auch mit da. Gott sei Dank, echte. Wer hat vorhin nach Maradona gefragt? Der liegt auf dem Friseurstuhl. Hört ihr den Schnarchen? Aber so richtig laut. Hört ihr, wie der schnarcht? Ich habe das Mikro heute nicht eingesteckt. Aber so richtig laut. Hallo Sebastian! Man hört es, ne?
Den kennt er ja. Der hat ja aber den ganzen Tag nichts Besseres zu tun, wie einem ein Hintern ins Gesicht zu halten. Ja, das wird jetzt kompliziert, Kind. Was machst du denn jetzt da? Ha? Musst unten rumgehen. Wo ein Wille ist, findet auch Merlin einen Weg. Was ist jetzt? Aha. Und der Nächste im Schlepptau. Ja, also ich finde die... Aber ich muss auch mal wieder Flöte spielen. Oh, geht mir schon schwer ab. War ja in letzter Zeit nicht so einfach mit der Husterei und mit den Bronchien. Aber schauen wir mal. Das geht mir nämlich schon ab. Für das habe ich sie ja. Aber ich finde, Regal hat echt einen guten Klang. Kann man echt nicht meckern. Das hoffe ich doch, dass ich mit dem UFO Musik machen kann. Das ist ja Sinn und Zweck der Sache des UFOs. Im Vorverkauf. Karin. Hallo Eika. Wie geht's dir? Geht's dir schon besser, Schatzi? Wir machen das ja schon die ganze Zeit mit der Trommelei hier. So, Eika, bist du jetzt rauschig oder bist du aufgewacht? Oh. Wird es Zeit, dass wir das mit dem Asthma mal bearbeiten, Süße. Seit welcher Trommel? Seit der kleinen oder seit der großen? Hast du ein Schmunzeln im Gesicht? Frage, wer hat heute Spinat gegessen? Spinat ist auch so grün wie Regal. Hallo Gisela! Wer hat heute Spinat gegessen? Regal angepasst von der Farbe her. Spaniel.
Seid ihr jetzt aufgewacht oder schlaft ihr schon? Mal ein bisschen Frühlingstrommeln hier einführen. Wintertrommeln haben wir ja jetzt lang genug gehabt, ne? Putzmunter, perfekt. Ich meine, ich könnte ja zur Not noch mal die Klangschale fragen, was sie dazu sagt, ne? Ich habe heute früh schon wieder den zukünftigen Kaiser von Deutschland beruhigt. Das muss ich aber auch jedes Jahr tun. Damit uns nicht so fad wird hier. Na? Ja, aber meiner Schulter auch. Ich bin nämlich noch nicht so fit mit meinem rechten Arm. Das Mann macht es zwar aus dem Handgelenk raus, aber trotzdem geht das ja dann da oben rein. Ja. Und laut meiner Freundin, der Martina, kriege ich erst, glaube ich, nächste Woche oder so eine Massage. Also die Woche nach Ostern. Sorry, aber das lese ich nicht. Weil die meisten Geschichten, die sind länger wie 150 bis 200 Zeichen. Und da scroll ich drüber, zack und weg. Ich komme da nicht dazu. Da würde ich ja nicht mehr fertig werden. Na? Ich sag das ganz ehrlich. Weil ich werde den ganzen Tag zugeschüttet von irgendwelchen Geschichten. Ich mache das auch mit den Kommentaren so, die scroll ich durch. Aha. Ja. Gell? Ja, ich sag's euch. Das Fest der Auferstehung. Erst feiern wir. Ja. Eika, schlaf gut und kurier dich aus, bitte. Das heißt, der Kater hat jetzt Vollgas. Meine geben endlich Ruhe. Es rennt auch hier gerade keiner rum, der jetzt auf meinen Schoß will. Die habe ich, glaube ich, jetzt alle K.O. getrommelt. Ja. Samstag 10 Uhr machen wir hier die Weihe. Osterkorbweihe, Fleischweihe, Speisenweihe. Denkt dran, was rein muss in den Korb, gell? Nichts vergessen. Nichts vergessen. Ganz wichtig. Ja. Ne, deswegen geht heute nur Smalltalk. Außerdem war gestern so ein Scheißtag und die Nacht war auch nicht besser. Bei den Nachrichten, die uns da gestern erreicht haben, sind wir, glaube ich, im Moment alle ein bisschen gestrichen. Unglaublich, was da passiert ist. Ich hätte übrigens hier noch ein Betthupferl, eine Mozartkugel. Der Maradona hat aufgehört zu schnarchen beim Trommeln, Karin. Ne? Aber so langsam, aber sicher stellen sie sich euch alle vor, ne? Merlin, Melchior, Maradona. Ich habe noch eins. Eine Lindor-Kugel. Ein Hedgebadge. Es ist auch ein Hupferl. Man braucht ab und zu auch mal ein Betthupferl, gell? So muss das sein, hätte ich gesagt. Jetzt kennt er dann, glaube ich, die ganze Rasselbande. Melchior da auf dem Schoß,
Merlin, der mich sowieso permanent niederschmust, aber heute habt ihr mal das rosa Bussigoscherl, den schlimmsten Kater hier in der Familie kennengelernt. Der hat nur Scheiße im Schädel. Nur. Und das macht er so raffiniert, dass man ihm nicht mal böse sein kann. Da hörst du den ganzen Tag nichts anderes wie Mephisto, geh mir vor die Füße weg. Mephisto, runter vom Tisch. Mephisto, hör auf. Und dann guckt einer. Ich schwör's euch, der ist echt original. Wahnsinn. Und der ist sowas von tierlieb, der geht auf jeden Hund zu, der schmust Kinder nieder, also Wahnsinn. Aber der schlimmste Terrorist unter den ganzen Terroristen hier. Wie sie da alle um mich rumsitzen. Und die Kichererbse, die schläft, dafür fängt die morgen früh um 6 an. Ich sag's euch, ich bin so froh. Wenn am Sonntag in der Früh um 6 Uhr nicht 6 Uhr ist, sondern 7 Uhr. Und wenn nicht 7 Uhr ist, sondern 8 Uhr. Oh, dann komme ich mir endlich vor, als hätte ich mal wieder ausgeschlafen. Kann man ja auch mal von der Warte sehen, oder? Und so manch andere wird sich dann denken, fuck, 8 Uhr schon. Ich habe eine Stunde verschlafen, ich komme zu spät in die Arbeit, wenn er munter wird. Und ich werde mir denken, endlich mal wieder ausgeschlafen. Endlich mal wieder bis 8 Uhr im Bett gelegen, ohne dass mich ein Terrorist geweckt hat um 7 Uhr in der Früh. Ja, genauso wird das laufen, ich sag's euch. Psychologische Selbstüberlistung, ja genau. Ich denke mal, das ist schon 2 Wochen. Ich habe das ja schon seit 2 Wochen, dass ich um kurz vor 7 wach werde, weil sie mich terrorisieren. Hatte ich ja auch in Going. Na, ich habe dann immer in der Muschel geschlafen. Wenn ich nach dem Frühstück im Wellnessbereich war und mich in die Muschel gelegt habe, nach meinem ersten Salzgrottengang und Wärmegrottengang und Sohlebecken, habe ich mich dann immer hingelegt unter die Decke. Ich weiß nicht, ob ich nicht den ganzen Wellnessbereich genauso voll geschnarcht habe wie der Maradona vorhin uns. Man weiß ja nie so genau. Ne? Ich kann mich ja selber nicht hören und ich nehme mich ja nicht auf. Ach na, unglaublich. Ja, ja, so läuft das. So, meine Lieben. Ich glaube, ich werde mich jetzt mal um mein Wellnessprogramm heute Abend kümmern. Okay. Wir sehen uns spätestens am Samstag in der Früh um 10 Uhr hier mit euren Körben. Und dann machen wir die Weihe. Okay. Ich wünsche euch was. Hab euch lieb. Denk an euch, schlaft gut. Habt ihr gehört? Moses hat gerade das Wort Gute Nacht gehört. Ja, in diesem Sinne, bis bald, Schatzis.